Servus Leute und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wie ihr es wahrscheinlich schon alle so ein bisschen gemerkt habt, kam in letzter Zeit ein bisschen wenig auf YouTube. Das liegt halt daran, weil ich generell viel zu tun hatte in letzter Zeit und das Wetter nicht so gut mitgemacht hat. Aktuell hatten wir ein bisschen Regen, jetzt mittlerweile haben wir Sonne ohne Ende, aber es ist viel zu warm zum Arbeiten. Selbst jetzt bin ich am Schwitzen ohne Ende. Und das ist echt keine Bedingung zum Schrauben, ehrlich gesagt. Ihr habt alle auf Instagram die Fragerunde mitgemacht, was ich mir Neues geholt habe, beziehungsweise worüber dieses Bild handelt, was ich drin hatte. Die Frage löse ich jetzt auf. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir eine Yamaha MT-07 zugelegt, aus folgendem Grund, was übrigens total spontan war. Also es war nicht geplant, muss ich dazu sagen. Bin aber jetzt froh, dass ich sie habe. Klar, hin und wieder habe ich mal drüber nachgedacht, mir ein zweites Bike zu kaufen, weil mit meiner Sumo lange Strecken fahren ist nie so dolle. Ja. Warum habe ich die? Generell, ich will einfach mal ein paar lange Strecken mit der MT-07 jetzt fahren und will sie auch als gutes Projekt jetzt nutzen, weil ich Lust habe auf so ein langfristiges Projekt und nicht immer irgendwie mal hier was schrauben, mal da was schrauben. Und deswegen sehe ich das ein bisschen als Projekt für mich an. Werde sie natürlich auch fahren. Also aktuell ist sie noch abgemeldet. Ich werde sie jetzt anmelden gehen. Wobei, ich glaube, ich werde sie erst umbauen und dann werde ich es anmelden gehen. Weil ich habe ja noch eine zweite. Boah, es klingt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so abgehoben oder sowas. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber ob man es braucht, nee, nicht wirklich. Ja. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll hier. Also, das ist auf jeden Fall mein Schmuckstück. Ich denke, ich schiebe es mal eben raus ins Licht. Dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Bis gleich. So, da ist das Schmuckstück. Ein paar Eckdaten. Yamaha MT-07. Baujahr 2015 mit ABS, Laufleistung aktuell 40.000. Wenig ist es nicht, ja, aber erschreckend ist es auch nicht. Also 40.000 bei einer MT-07 ist eigentlich quasi noch nichts. Klar, 40.000, das ist die große Inspektion bei Yamaha, kostet auch gut Geld, aber ich kann es selber machen. Das ist der große Vorteil. Was hat es an Extras? Akrapovic Komplettanlage, kurzen Kennzeichenhalter, Highsider-Spiegel, Lauflichtblinker, also das sind aktuell die Dinge, die schon verbaut sind. Ja, ich muss sagen, Sound ist auf jeden Fall geil und kann man hören. Ich würde sagen, ich mache mal eben so einen kleinen Soundcheck mit euch und sehen wir uns gleich wieder. Ah, das war der Soundcheck. Ich muss sagen, boah, ich bin echt verliebt in den Sound. Zwei Zylinder. Ist schon geil. So wie die Anlage jetzt gerade gehört habt, ist sie komplett zugelassen. Also geil, einfach geil. Ja, womit machen wir weiter? Generell, ich würde sagen, mal MT-07 Projekt. Gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich sie gestalten soll. So wie sie jetzt ist, in dem schwarzen Look will ich sie nicht haben. Ist zwar geil, aber es hat fast jeder diesen Look. Ich war schon am überlegen, den Tank und generell Verkleidung in Nardo Grau zu folieren oder lackieren zu lassen, die Felgen im Neon-Gelb Look und sowas, aber ich habe gesehen, ab Werk gibt es diesen Look schon. Deswegen fällt das auch ins Wasser. Ich bin hin und her am überlegen, wie ich sie machen soll, generell was ich alles machen will und wie es am Ende aussehen soll. Wenn ihr alle irgendwie untereinander Ideen habt oder so, schreibt es bitte unten in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Generell, ich nehme jeden Wunsch an, auf jeden Fall. Generell so ein Inspirationstipp, das wäre auf jeden Fall super, weil ich glaube, ich bin da so eher so, naja, nicht so der Hit drin. Ja, das schon mal zu dem Projekt. Was ich generell aktuell noch für Projekte hier bei mir stehen habe, ich habe aktuell
ein Roller. Noch ein Roller. Und ein Quad. Das sind aktuell die Projekte, die ich jetzt hier habe. Das Quad kriegt eine Motorinstandsetzung. Da ist der Zylinderkopf defekt gewesen. Ich glaube, den kann ich euch mal eben einmal zeigen. Wartet. So, Zylinderkopf habe ich rausgeholt. Ich glaube, wir gehen mal eben einmal in die Werkstatt, dann zeige ich euch was am besten dort. Ich kann den jetzt leider nicht drehen, weil sich hier noch ein bisschen Öl drin befindet. Deswegen ist das Drehen leider gerade nicht möglich. Ich muss euch das so ein bisschen nach unten zeigen. So, wie man ein bisschen erkennen kann, steht das Ventil offen. Das Ventil steht offen, weil das Ventil auf den Kolben aufgeschlagen hat. Der Kolben liegt ja auch gerade sogar. Ja, schön ist anders, aber Reparatur ist möglich. Was kann man hier machen? Generell, man kann hier das defekte Ventil austauschen, solange der Sitz vom Ventil noch okay ist. Oder halt einen kompletten Kopf neu, den wir jetzt gebraucht bekommen haben. Im Zuge dessen kriegt der Motor noch neue Kolbenringe. Den Zylinder habe ich soweit gehohnt. Der ist soweit ein bisschen gehohnt worden. Nockenwelle ist soweit okay, da ist nichts mit. Die Kipphebel sind auch in Ordnung. Der kriegt eine neue Steuerkette, neue Ölpumpenkette kriegt er noch. Dann kriegt er ganz normal Wartungspaket noch mit dabei. Das ist das, was zum Quad jetzt noch aktuell ist. Teile habe ich jetzt auch gerade eben bekommen. Werde jetzt irgendwann in nächster Zeit anfangen, sobald das mit dem Wetter ein bisschen besser wird. Weil das ist einfach viel zu heiß zum Arbeiten. Ja, was haben wir noch? Das haben wir noch. Genau. Meine FE, meine Supermoto, die aktuell noch auf Stollenbereifung ist, weil der liebe Niklas hat mittlerweile jetzt auch TÜV. Das war ja der ausschlaggebende Punkt, warum ich die Stollenbereifung drauf gemacht habe. Ich denke, dass ich bei der Hitze kein Enduro fahren gehen werde. Deswegen wird es da wahrscheinlich kein Video leider geben. Ich werde aber meine Sumo-Räder wieder montieren und werde euch auch ein kleines Video dazu machen, wie man so ein Supermoto-Rädersatz richtig einbaut und generell eine XC bzw. FE auf Supermoto umbaut. Supermoto Komplettanlage vom Motomaster werde ich auch installieren. Ich habe auch schon bereits vom lieben Olli von Grizzly Wheels habe ich mir die Bremspumpe bestellt. Ja, wo ich gerade dabei bin. Der Bremslichtschalter ist im Supermoto-Kit nicht enthalten, den braucht ihr extra. Kostet glaube ich 30 Euro oder sowas, den müsst ihr mal extra bestellen. Wichtig, nicht vergessen, sonst wenn ihr das Kit installieren wollt, euch fehlt der Bremslichtschalter. Das wird nicht so gut sein. Ja, packen wir mal aus, würde ich sagen, hier. So. Boah, ist das geil. Ist das geil, ne? Da freue ich mich drauf. Ich glaube, das ist eine 12 mm Radialbremspumpe. Genau, 12 mm müsste das glaube ich sein. Von Motomaster. Was der liebe Olli mir von Grizzly Beats noch erzählt hatte. Dieses Supermoto-Kit von Motomaster ist nur zugelassen, wenn auch wirklich alles verbaut ist. Das heißt, sprich, die 12 mm Radialbremspumpe von Motomaster muss sie sein. Bremslichtschalter, die Bremsleitung ist nicht Pflicht, der Bremssattel ist Pflicht und die Bremsscheibe ist Pflicht. Das heißt, nur in dieser Kombination ist es komplett zugelassen, sonst ist es nicht zugelassen, egal ob eine KBA-Nummer draufsteht oder nicht. Boah, ist das warm hier, ne? Wie gesagt, das schon mal dazu. Nur zugelassen in kompletter Version. Also nicht jetzt hier 4-Kolben Bremssattel und Bremsscheibe ist leider nicht drin. Ja, was gibt's noch so? Ich glaube, das war es erstmal. Ja. Projekt MT07 wird jetzt in nächster Zeit umgesetzt. Die kriegt jetzt auf jeden Fall erstmal die 40.000 Inspektionen. Das heißt Ventilspiel, Ölservice, Zündkerzen, Luftfilter, sowas alles drumherum. Kette schmieren, Simmerringe kontrollieren, Lagerfetten, all so einen ganzen Dreh. Also ist schon umfangreich die Wartung. Aber ist auch sinnvoll. Ja, ich freue mich drauf.
Und ich freue mich auf eure Kommentare, wie ihr sie ungefähr vorstellen könnt. Also was ihr generell an der MT verändern wollen würdet. Weil ich bin ehrlich gesagt noch unschlüssig. Ich weiß nicht, was ich verändern möchte. Im Grunde genommen weiß ich schon, nur nicht wie. Und dazu brauche ich euch. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video erstmal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Mhm.